Inside Star Citizen, unser wöchentlicher Blick hinter die Kulisse der Spielentwicklung. Das Inside Star Citizen diese Woche ist sehr kurz gewesen und mit vielen Bildern gefüllt, aber es gibt einen ganz, ganz wichtigen Teil, einen technischen Teil gleich zu Anfang, den ich mir sehr tiefgehend angeguckt habe und für den ich all eure Aufmerksamkeit brauche. Also, Kaffee, Tee, alles am Start, dann kann's losgehen. Visuelle Effekte. Wenn Props das sind, was eine Umgebung belebt wirken lässt, dann sind VFX das, was alles erst zum Leben erweckt. Jüngst hat das VFX-Team mit Signed Distance Fields gearbeitet, damit Partikel in jeder Umgebung auf alles reagieren. Von Asteroiden über Objektstrukturen wie Raumstationen bis hin zu Raumschiffen und Fahrzeugen. Und es ist nur ein weiterer Schritt dahin, Star Citizen in ein lebendes, atmendes Universum zu verwandeln. Signed Distance Fields. Daran arbeitet CRG bereits länger und wir haben es unter anderem im Around the Verse am 18. März 2018 vorgestellt bekommen. Signed Distance Fields, abgekürzt SDF, bedeutet übersetzt in etwa geflaggte, benannte Distanzfelder. Es ist eine andere Art und Weise, ein Volumen zu beschreiben. Früher hat CRG ihre Raumschiffe mit Voxeln, volumetrischen Pixeln, gefüllt und dadurch ein physikalisches Grid, ein Koordinatennetz erhalten. Das war aber sehr rechenaufwendig und vor allem statisch. Wenn ein Raumschiff im Weltraum zum Beispiel zerstört werden soll, dann ist das mit dieser voxelbasierten Technik nicht bzw. nur sehr eingeschränkt möglich. Teile sähen immer gleich aus und müssten entweder in einem im Voraus bestimmten Weg auseinanderdriften oder würden ins Unendliche fliegen, um irgendwann zu despawnen. Aber zerstörte Raumschiffe sollen ja von Schiffen wie der Reclaimer oder Vulture auseinandergenommen und quasi wiederverwertet werden. Unter anderem dafür hat CIG begonnen, sich mit Signed Distance Fields zu beschäftigen. Sie basieren auf der Idee, dass jedes primitive Objekt mit einer Funktion dargestellt werden kann. Es nimmt einen 3D-Punkt als Parameter und gibt einen Wert zurück, der angibt, wie weit dieser Punkt von der Objektoberfläche entfernt ist. Ergo, SDF verwendet anstatt von Polygonen mathematische Beschreibungen, Formeln für die darzustellenden Objekte. Und wenn die Geometrie einer Kugel mit einer Gleichung ersetzt wird, hat man auch noch jeden Approximationsfehler aus der 3D-Engine eliminiert. Darüber hinaus können SDF-Geometrien skaliert und gezoomt werden, ohne dabei an Details zu verlieren. Eine Kugel wird immer glatt sein, unabhängig davon, wie nah man sich an ihren Rändern befindet. Das Problem an SDF ist, dass sie äußerst rechenintensiv sind. Ein Problem, das sich aber durch die immer leistungsfähigere Hardware heutzutage von selbst gelöst hat. Im Hinblick auf Star Citizen werden SDFs zum Beispiel auch für das neue Schildsystem verwendet, das zukünftig nicht mehr stets dieselben merkwürdigen Schildblasen um unsere Schiffe herum aufleuchten lässt, sondern dass sich diese Schilde wie eine Schutzschicht visualisieren, die wie eine Haut, eine zweite Haut, über der Hülle unseres Schiffes gelegt werden. Teile eines Schiffswracks können mit SDFs berechnet werden und in diesem Video hier wird die Funktion genutzt, um die Funken auf der Oberfläche eines Raumschiffes aufprallen zu lassen. Simon Bratel verwendet gleich noch zwei weitere Fachbegriffe, auf die ich im Vorwege kurz eingehen möchte. Heightmap, die Höhenkarte, kennen einige von euch vielleicht aus dem Hurston-Panel der CitizenCon 2018. Dieser und viele andere spannende Informationen zur Erstellung des Planeten Hurston findet ihr in meiner entsprechenden Übersetzung und Erläuterung. Der Link dazu, eingeblendet, hier rechts oben. Nochmal kurz wiederholt.
Bei der Erstellung von planetaren Oberflächen werden drei Schichten genutzt. Eine Height-Map, die Höhenkarte, eine Normal-Map und eine RGB-Color-Map. Die Height-Map ist die Höhenkarte. Mittels der Farbskalierungen, zum Beispiel von weiß bis schwarz, Höhen und Tiefen visualisiert werden können. Der dritte Begriff, der gleich vorkommt, ist der Z-Buffer, der sogenannte Z- oder Tiefenpuffer. In der Computergrafik ist die Z-Pufferung, Tiefenpufferung, die Verwaltung von Bildtiefenkoordinaten in 3D-Grafiken. Es ist eine Lösung für das Sichtbarkeitsproblem, nämlich das Problem zu entscheiden, welche Elemente einer gerenderten Szene sichtbar sind und welche ausgeblendet werden. Wenn in einer 3D-Rendering-Engine ein Objekt auf dem Bildschirm projiziert ist, wird die Tiefe, der Z-Wert eines erzeugten Pixels im projizierten Bildschirmbild in einem Puffer, dem Z-Puffer oder Tiefenpuffer, gespeichert. Ein Z-Wert ist also das Maß für den senkrechten Abstand von einem Pixel auf der Projektionsebene zu seiner entsprechenden 3D-Koordinate auf einem Polygon im Raum. Oder anders gesagt, der Tiefenpuffer oder Z-Puffer wird dazu verwendet, um zu bestimmen, welche Objekte während des Renderings der Kamera, der Ego-Perspektive, am nächsten liegen und somit welche Objekte während des Renderings der Kamera am nächsten liegen und somit welche Objekte zu rendern sind und welche nicht. Und zuletzt nochmal ganz kurz Shader wiederholt. Ein Shader ist ein kleines Skript, ein kleines Programm, das die mathematischen Berechnungen und Algorithmen zur Berechnung der Farbe jedes Pixels enthält. Mit Shadern, auf Deutsch in etwa Schattierer, lässt sich zudem alles, was über statische Elemente wie Geometrie und Texturen hinausgeht, darstellen. Also sämtliche dynamischen Effekte, ein Spiegeleffekt auf dem Fenster, Wellengang auf dem Meer oder am Strand, Echtzeitschatten, sich bewegende Wolken, Nebel, Dunst oder eben die Partikel gleich in dem vorgestellten Partikel-Shader. Today we're going to look at some improvements to the particle system. Wie zuvor erwähnt, wird an einem System gearbeitet, das übergreifend im gesamten Spiel Anwendung finden wird. Was wir hier eingeblendet sehen, ist das alte Partikel-Kollisionssystem. Die Partikel springen zwar hier und da etwas durch die Gegend, aber der größte Teil geht direkt durch das Schiff durch und so richtig überzeugend wirkt das nicht. Was CRG zur Lösung dieses Problems getan hat, ist, den Z-Puffer, die Height-Map-Kollision und die Signed-Distance-Fields miteinander zu kombinieren. Im folgenden Schritt werden Z-Puffer und SDF-Kollision miteinander verbunden. Wie man sieht, wirkt das schon wesentlich überzeugender als noch zuvor. Aber warum ist das so? CRG benötigt beides, die Tiefeninformation eines Objekts in einer Szene als auch zufallsbasierte mathematische Berechnungen für die Physikberechnungen. Einer der vielen Vorteile von SDF-Distanzfeldern, SDF-Signed Distance Fields, ist, dass sie natürliche, weil mathematisch kalkulierte globale Informationen liefern. Ein Z-Puffer hingegen, der in einer traditionell gerasterten 3D-Geometrie erzeugt wird, kann das nicht. Es gibt Techniken zur Annäherung von sogenannten Nachbarschaftsinformationen aus einem Z-Puffer, zum Beispiel Screen Space Ambient Occlusion, aber es gibt keine einfache Möglichkeit, einen Tiefenpuffer in ein SDF quasi aufzuwerten. Was gemacht wird, ist, dass eine kleine Volumentextur jedem Objekt zugeordnet wird. So lassen sich im dreidimensionalen Koordinatengitter SDF einem konventionellen Objekt annähern. In den Schnittbereichen werden Fragmentprogramme auf der GPU ausgeführt und so SDF berechnet. Auf diese Weise werden quasi dynamische, vorberechnete Z-Puffer-Vektoren mit SDF, mit Signed Distance Fields, gekoppelt, in deren Volumentexturen dann Shader ausgeführt werden. Das Besondere an diesem Vorgehen ist, dass es sehr schnell abzufragen ist. Sobald das System weiß, wo sich in Bezug auf das Grid ein Punkt befindet, was ein einfaches Additions- respektive Subtraktionsproblem ist, ist es sehr einfach, den Abstand zum nächsten Punkt auf dem Objekt zu erhalten. Im Falle von Partikeln ermöglicht dies der Partikelsimulation, viele schwierige, langsame Mesh-Berechnungen und CPU-abhängige Mathematik zu umgehen. Die gesamte Partikelsimulation kann nun anstatt auf der CPU, auf der GPU, dem Grafikprozessor,
ausgeführt werden. So wird bestimmt, ob ein Partikel kollidiert und wohin er springen soll. Das ist um ein Vielfaches schneller als der Versuch, durch alle Flächen eines Modells zu iterieren und herauszufinden, mit welcher Fläche ein Partikel kollidiert und wo es dann hinhüpfen soll. Ihr erinnert euch vielleicht daran, dass CRG vor einiger Zeit erzählte, dass man unter einer Dose Fizz auf R-Corp durchlaufen kann und die Tropfen auf eine Figur regnen und an ihr quasi abperlen. Das wurde nicht oder nur teils realisiert, weil CIG bis dato die notwendige Technologie dafür nicht hatte. In diesem kleinen Filmchen hier geht es also auch darum, uns zu zeigen, dass sie jetzt eine Möglichkeit gefunden haben, Partikel mit allen möglichen Materialien interagieren respektive kollidieren zu lassen, ohne dass dafür explizit Programmcode für jede Stelle im Spiel geschrieben werden muss. Kurz gesagt, Partikel werden mit der hier gezeigten Technologie nun realistischer sein und können unabhängig von Umgebung oder Material eingesetzt werden. Das sorgt dafür, dass die Grafiker und VFX-Artists noch viel mehr tolle Effekte ins Spiel zaubern können, an jedem Ort im Verse. Und so erzählt Simon nun auch weiter, dass in dem hier verwendeten Partikel-Shader eine recht akkurat arbeitende Physikberechnung hinterlegt ist, die die Effekte der über die Oberfläche schleudernden und springenden und rutschenden Partikel sehr gut berechnet. So können die Partikel einige Male aufspringen, bevor sie nur noch über die Oberfläche rutschen. CRG versucht also, physikalisch so korrekt wie möglich zu sein, wobei die Performance natürlich immer oberste Priorität hat. Jetzt erhöht Simon die Anzahl der Partikel und löscht im gleichen Zuge das SDF. Umgehend sieht man, dass die Partikel nicht mehr so ordentlich mit der Oberfläche des Raumschiffs kollidieren wie zuvor. Nun öffnet Simon eine andere Szene, um die verschiedenen Kollisionseffekte zu demonstrieren. Hier sieht man einen Partikel, der abprallt und aufspringt, was schon mal grundsätzlich in Ordnung ist, aber noch nicht überzeugend wirkt. Er aktiviert jetzt Effekte, die bei jeder Kollision des, ich nenne es mal Alpha-Partikels, dynamisch hinzugefügt werden. Nun werden Partikel gespawnt, die die Kollision des großen Alpha-Partikels visuell wesentlich besser hervorheben. Nun kommen noch die letzten Effekte hinzu, nämlich die, die die Partikel über die Oberflächen rutschen lassen. Das sieht jetzt schon wesentlich interessanter aus. Das Alpha-Partikel kollidiert mit der Oberfläche. An den jeweiligen Aufprallpunkten werden Funken gespawnt, kleine Partikel, die nach einigen Sprungbewegungen in eine rutschende Bewegung übergehen, und während sie rutschen, hinterlassen sie auch noch eine Funkenspur, bis sie schließlich wieder despawnen. Much more interesting looking effect. The main particle collides with the environment, it will shoot out sparks from the collision position, and when it hits the target, it will eventually after a couple of bounces transition into a sliding motion, and while it slide, it will also emit a trail afterwards in its wake. Diese Technologie wird über das gesamte Spiel ausgerollt, befindet sich derzeit aber noch in Test und Entwicklung. Showcase this some more in the future. So chemical reactions. Chemische Reaktionen. Zwei oder mehr Elemente reagieren miteinander und verwandeln sich in etwas anderes, wie zum Beispiel exothermische Reaktion. Eine exothermische Reaktion, das ist eine chemische Reaktion, die durch Licht oder Wärme Energie freisetzt. Es ist das Gegenteil einer endothermen Reaktion. Drei Beispiele. Das Verbrennen der Kerze ist eine exotherme Reaktion. Die Kerze ist ein Paraffinwachs, das aus Kohlenwasserstoffen besteht. Wenn die Kerze brennt, kommt sie in Kontakt mit Sauerstoff und es kommt zur Auflösung der Kohlenwasserstoffverbindungen und damit zur Freisetzung von Energie. Deshalb fühlt es sich um die brennende Kerze herum warm an. Oder Rost. Das Rosten von Eisen ist eine exotherme Oxidationsreaktion. Wenn die reine Form von Eisen mit Luft in Berührung kommt, mit Sauerstoff, dann wird Rost gebildet unter der Freisetzung von Wärme. Weit weniger offensichtlich Eis. Wenn Wasser in Eiswürfeln gefriert, wird die Energie in Form von Wärme freigesetzt.
Wenn Wassermoleküle zu erstarren beginnen, nähern sich ihre Partikel und bilden eine neue Bindung. Wie bei der exothermen Reaktion ist die freigesetzte Energie bei der Bildung neuer Bindungen größer als die Energie, die benötigt wird, wenn Bindungen brechen. Die Eiswürfelbildung ist also ein exothermer Prozess. You know what the worst thing about doing chemistry jokes is? Wisst ihr, was das Blöde an chemischen Reaktionswitzen ist? Es erzeugt keine Reaktion, witzelt Jared weiter. Neulich sind einige Mitglieder des Audio-Teams nach Schweden gereist. Dort haben sie die Töne aufgenommen, die durch chemische Reaktionen entstehen und die in verschiedensten Situationen in Star Citizen zum Einsatz kommen werden. Im April des Jahres 2019 reiste das Cloud Imperium Games Audio Team zu einem kleinen Chemielabor nach Schweden, auf ihrer Suche nach ein paar wirklich coolen Sounds. Zusammen mit unseren Freunden von Pole Position Productions verbrachten sie einen Tag mit Aufnehmen von verrückten chemischen Reaktionen, deren Geräusche in Star Citizen und Squadron 42 zum Einsatz kommen werden. Im Sprint-Report der vergangenen Woche haben wir einen Blick auf den Entwicklungsstand der Banyu Defender erhalten, die mit Alpha 3.7 ins Verse kommen soll. Und weil Jared so einen schlechten Chemie-Wortwitz gebracht hat, bekommen wir als Wiedergutmachung einige weitere Bilder dieses Schiffes. Und das war's für diese Woche mit dem technisch sehr spannenden Inside Star Citizen. Wer mehr, viel mehr Informationen zu spannenden Themen haben möchte, schaut unbedingt in die Verse Night vom vergangenen Dienstag rein. Hier war Sawyer bei Mitch und mir zu Besuch und es wurden Fachthemen ausgetauscht, dass es nur so gekracht hat. Unter anderem zu dem von der Community heiß ersehnten Server-Mashing. Wer neugierig ist, klickt auf den Link hier rechts oben eingeblendet. Zusammen mit der Sendung habe ich auch ein neues Musikstück von mir vorgestellt, das es auch hier auf meinem Kanal in der Kreativ-Playlist zu hören gibt und das ich im Abspann nochmal mit einbinde. Und damit wünsche ich euch ein wunderschönes Restwochenende. Bis dann. Cheers.